Hallo und herzlich willkommen zu Roblox. Heute mal alleine, aber das ist ja auch egal. Ich spiele Polygons. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt, aber es ist selbsterklärend. Es gibt Team Deathmatch, wer Tanky kennt, es ist eine Art Tanky in menschlicher Form. Call of Roblox, ja, Phantom Forces, das ist immer im Hauptmenü. Und man kann sich hier seine eigene Rüstung erstellen. Ich habe schon 4. Und ja, ich gehe mal als Indianer. Okay, gut. Und dann zeige ich euch, bei manchen ist mehr Leben, bei manchen ist Jump Power eher Walks und Walk Speed dafür weniger Leben, oder bei manchen, das hier ist die Hauptanfangsrüstung, ich glaube, das hier ist auch einer, schneller, weniger Leben und langsam und viel Leben. Diese Rüstung bringt sich eigentlich mehr, weil ja 0,1 ist nix. Da ist die ja schon einiges besser, wie man sieht. Obwohl, ach, ich glaube schon, dass die besser ist. Und schaut. Ey, ja stimmt, es gibt ja noch verschiedene Waffen. Ich habe zum Beispiel eine Sniper und auf Nummer 2 habe ich eine Schnellfeuerpistole. Es gibt Granaten auf E und es hat gerade geendet und und hier gibt's Sachen, die man kriegen kann zu irgendwie viel Prozenten. Zum Beispiel, das kriegt man hier bei diesem Crate. Den Damage Booster 39, den habe ich auch schon. Ganz fertig. Man kann sich, wenn man ein Teil hat, kann man sich's kaufen. Aber 4 ist, glaube ich, das insgesamte Ding. Und dann kriegt man es ganz ziemlich günstig. Den Chat Boost oder die Turret hätte ich gerne. Weil die beiden sind sehr gut. Got Blueprint for Chat. Ja, der Chat Boost! Und jetzt kann man hier sich halt die Sachen kaufen. Equipment, Chat Boost. Oh mein Gott, ist der teuer. Hier oben ist mein Geld. Ich spare mir jetzt Kopf. Ja. Ja, und jetzt renne ich hier rum. Oh Gott, die ist ja schrecklich. Was habe ich da für eine Waffe ausgesucht? Ja. Hier muss man halt Punkte einnehmen. Und ich bin gerade gestorben. Ich zeige euch dann gleich die Dings. Die Granatendings. Ja. Oh, Crate. Man kann diese Crate einsammeln und wenn man, glaube ich, gewinnt, kriegt man auch so eine Weapon Crate. Oh, auf E kann man automatisch zoomen. Wie toll. Du spielst noch nicht lang. Das muss ich dazu sagen. Ja. Wo sind denn Feinde? Feinde? Hallo? Feinde? Wo seid ihr? Hallo? Hallo? Hallo Feind?
Ich bin direkt gestorben. Okay, jetzt zeige ich euch mal, wie man die Waffen anlegt. Ich glaube, da hatte ich die. Das hier ist die Sniper, die ich habe. Die ist zwar ziemlich gut, aber ist zu auffällig für mich. Ich habe nämlich noch eine Sniper, wie ihr mitbekommen habt. Ja. Die hatte ich, glaube ich, gerade. Ja, stimmt. Steht sogar dabei. Oh, nein. Da will ich die. Gut. Ja. Öffnen wir mal das Crate. Shield. Das habe ich auch schon uroft bekommen. So ist ein. Das hier ist eine Granate. Oh nein, auf Q zoomt man automatisch. Ja, ich bin auch klug. Oh, mein Teammate hat mich gerade erschreckt. Wo bist du? Wo du bist, Kumpel? Also, Feind. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist ein XP-Create. Man hat nämlich auch Level. Und ich habe keine Ahnung, was diese Level bedeuten. Anscheinend ist der Feind nicht sehr weit gekommen. Wenn ihr wollt, dass ich dieses Spiel mal mit einer... Oh, ja, das sind ja Feinde. Ach, klug. Und hier stehen halt die Anzahlen der XP. 200 ist das höchste. Ich bin Level 8. Toll. Oh, ich habe 180 bekommen. Das ist das zweithöchste. Kopf. Ich mag Kopf. War da gerade ein Blitz? Hä, was ist das dort oben? Ach so, wahrscheinlich ein Spieler, der gerade halt gerade im Menü ist. Ja, das sollte ich sagen. Armor Crate. Das ist für Rüstung. Und jedes Crate ist unterschiedlich. Es gibt Epic Crates, Legendary Crates. Und der hat auch so eine Pulse Rifle wie ich, die ultra stark ist. Oh, wir haben uns gleichzeitig gekillt, habe ich gerade. Oh mein Gott, gibt's viele Rüstungen, Teile und got Blueprint for Construction Worker. Ah, ein Worker. Obwohl, nein, ich glaube, man kann doch, man kann sie sich kaufen. Den habe ich schon. Oh Gott, hat er viel gehabt. Mein Cousin spielt das auch. Also, ich kann ihn ruhig mal einladen. Wenn ihr wollt. Schreibt mal in die Kommentare. Ah, den Warrior habe ich schon fertig und deswegen habe ich gerade Muni gekriegt, also Credits. Muni ist ja Munition, auch gut. Team Deathmatch. Oh, die Map, die habe ich studiert. Stimmt gar nicht. Da ist immer so ein Bug, dass da eine Kiste herumfliegt. Wahrscheinlich, weil die gerade runterfliegt oder so.
Ja, mit der ist eine. Wow, ich habe einen Kill gemacht. What? Ach so, ne. War doch nicht das, was ich gesehen habe. Oh, Hammer. Auf dieser Dings gibt es sehr viele Kisten, denke ich. Also die hier ist eher für schießt doch. Hier habe ich schon 2 Epics und eine Legendary gefunden. Man kann ja auch Geschenke geben, aber ich, wenn schon, mache ich das an Freunde. Aha. Ja. Irgendwo hat man das, glaube ich, gesehen, welche Crates es gibt. Und jedes Match dauert 5 Minuten, weil wahrscheinlich sich der Entwickler dieses Spiels gedacht hat, bei Clash Royale hat man nur 2 Minuten Zeit. Ohne den Dings, das ist ja viel zu wenig. Da dachte der sich wahrscheinlich. Und deswegen hat er daraus 5 Minuten gemacht. Dun, dun, dun. Ich kann auch andere Waffen testen, wenn ihr wollt. Soll ich eine Schrotflinte testen, wo ich bisher keine habe? Oh. Ey. Stirb. Ach so, du bist schon tot. Wie tot bist du? Mit dem Dead Boost würde man da hochkommen. Also ich. Ach. Ah, du Napoleon Viech. Oh. Got blueprint for tech DP. You are already get this. Achso, davon habe ich schon alle. Vom Worker. Ja, vom Brave habe ich. Das habe ich mir schon gekauft. Und ja. Gut. Oh, ich bin ein Level gestiegen. Hab's gar nicht mitbekommen. Okay. Spring einfach mal durchs Fenster. Du kriegst ja auch über. Hä? Hä? Kann der sich unsichtbar machen? Oder bin ich einfach nur so doof, dass ich den nicht gesehen habe? Ich glaube, ich bin einfach nur so doof, dass ich den nicht gesehen habe. Hier am Weg habe ich die 2 Epics, glaube ich, gefunden. Tot. Ja, wenn du in unserer Basis kämpfst, bist du natürlich gleich tot. Dieses Spiel ist sehr eigentlich sehr simpel gehalten, aber es ist schwierig zu spielen. Man weiß sofort, wie es geht, wenn man den anderen kurz mal zuschaut. Einfach krach, wumm, tot. So nenne ich den, der mich gerade gekillt hat. Oh, Geld. Muni. Nein, keine Muni. Ah. Da ist Napoleon.
Oh, ja, natürlich, schieß mich von der Seite ab. Hallo? Du hast mich doch gar nicht getroffen. Oder bist du etwa... Ach, egal. Danke fürs Geld. Hallo? Ach so, Intermission. Hui. Hui. Traurig ich bin. Loading Map. Cut. Ich weiß, dass man es nicht so ausspricht. Aber Cut. Ich nenne diesen Spielmodus Cut. Ich glaube, dieser Sniper ist noch ziemlich schlecht. Ich glaube, ich kann ihn gar nicht treffen von... Oh doch, ich kann ihn treffen. Denn ich... Yay! Blöder Strahl, der mir... Boah, Alter! Hä? Was? Hä? Ich verstehe nicht dein Leben! Okay. Der... Der hat so eine seltene Rüstung. Ich glaube, die kann man nur aus Legendary Crates bekommen. Oder Epics. Bei Epics ist es, glaube ich, zu irgendwie 3%. Und bei den Legendären ist es zu 10%. Die Schlachten sind ziemlich gut. Oh Gott, wie viele haben diese Rüstung? Suchten die das Spiel oder? Aber die halten urwenig aus. Das muss man ehrlich dazu sagen. Die sind zwar super schnell. Oh, hallo, Kumpel. Ach so, wir sind rot. Man kann sich auch so ducken. Wo bist du? What? Es gibt dann auch noch Deathmatches, wo man jeder gegen jeden macht. Und... Von wo kommst du? Der hat eine starke Waffe. Oder war das eine Granate? Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, stimmt, man kann auch so rutschen, wenn man wenn man läuft und C drückt. Mit C duckt man sich auch. Und das Wasser. Okay. Du hast mich einfach gesehen. Finde ich gut. G-U-H-T. Oder finde ich's gut? G-U-D? Ich weiß es nicht. Hä, wo bin ich hier denn gespawnt? Kann man hier überhaupt raus? Ist da... Ich kann hier nicht mal raus. Warte, aber so. Ich glaube, ich muss mich selbst killen mit Granaten. Komm, stirb doch. Glitches bei Polygon. Ha, komm doch! Stirb! Kann doch nicht wegen seinen... Oder kann nicht... Okay.
6, 7, 8, 9. Okay, das war's mit der heutigen Folge. Der hatte auch so ein Pech. Dieser Pechsvogel. Man kann nicht raus. Hilfe. Alter. Die hätte ich gerne. Also, tschüssi. Man kommt hier nicht raus, Bro. Tschüss. Tschüss. Und nochmals. Tschüss. Warte, doch, ich hätte eine Idee. Reset. Ja, es funktioniert. Ha. Ja. Okay. Also, heute haben wir gelernt, dass wenn man mal feststeckt in solchen so einem Raum, drückt den Reset-Knopf. Ja, das haben wir heute gelernt. Bye und bye und bye und bye. Bye. Tschüssi! Hilfe! Stopp! Stopp! Hallo! Hallo! Ich drücke auf den Dingsknopf. Hallo, Spiel! Aufnahmeprogramm! 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 Aufnahmeprogramm? Aufnahmeprogramm? Okay, dann öffne ich noch diese Truhe. Aufnahmeprogramm, bitte. Soll ich mir noch so eine Waffe, eine Schrotflinte kaufen? Oh mein Gott. Katar. Es gibt noch Nahkampfwaffen. Yeah.